Ja, hallo Leute, herzlich willkommen beim TT Gamer und Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich muss das Video jetzt hier schon zum zweiten Mal machen, weil mein Emulator wieder abgekackt ist. Wir machen jetzt den Bigoron Quest, sind in Kakariko bei der Ollen mit den Hühnern. Und, ich lese das jetzt mal nicht vor, ich erzähle euch einfach, was sie sagt. Also, sie sagt jetzt, dass sie ein neues Huhn gezüchtet hat, gegen das sie nicht allergisch ist, und dieses Huhn möchte gerne Langschläfer aufwecken, und sie gibt es uns jetzt gleich mit. Wir sollen es dann ausbrüten, und ja, wir müssen dann mit dem Huhn einen Langschläfer wecken. Ihr könnt ja schon mal überlegen, wer das wohl sein könnte. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp: Es gibt nur einen, der in diesem Spiel überhaupt in Frage kommt, der so ein Langschläfer ist. Den haben wir auch schon kennengelernt. So, wir erhalten jetzt hier das Huhn, wir müssen es ausbrüten. Auch, dass man das hier nicht wegdrücken kann, das nervt mich. So, werden die Hymne der Sonne zweimal spielen, damit das Huhn dann auch ausgebrütet ist. Und dann werden wir den Langschläfer wecken. Und, nee, das war falsch. So, jetzt hab ich's. Und das zweite Mal, das Hühn, auch nicht schlecht. Also, wow, du hast dein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft, das Huhn meine ich natürlich, ist ausgebrütet. Hier tanzen immer noch zwei, die sind vom Marktplatz von Hyrule. Alle Hyluraner, oder wie soll man das nennen? Hylianer, wie auch immer, sind nach Kakariko geflüchtet. Und ihr habt schon gehört, das Schnarchen. Ja, wer ist das wohl? Das ist selbstverständlich kein geringerer als Talon. Wir steigen bei ihm aufs Bett. Was zum Teufel? Kann man denn nicht einmal für eine Sekunde die Augen zumachen? Nee, kannst du nicht. Das war's auch schon wieder, was wir von ihm wollten. Wir gehen jetzt zurück zu der Eulen, geben ihr das Huhn. Wir erhalten dann von ihr ein weiteres Huhn, was früher ihrem Bruder gehört hat. Und wir werden uns dann auch auf den Weg machen zum Bruder. Der Bruder ist der, der, wenn wir klein sind, da vorne nachts immer am Baum saß. Dieser komische, geistesabwesende Typ, der irgendwie überhaupt nichts mehr gemerkt hat. Der hat sich jetzt in die verlorenen Wälder zurückgezogen und ist dort, glaube ich, krank. Wir geben ihm sein Huhn wieder und er gibt uns einen Pilz, damit wir ihm so einen Trank mixen, mit dem er wieder gesund wird. Ja, das Ganze mit dem Pilz ist dann, glaube ich, auch auf Zeit. Aber nicht, dass ihr denkt, irgendwie so, ja, wieso machen wir das jetzt? Man kann das doch hinterher mit den Teleporten machen, da, das ist viel einfacher. Die Sache ist die, man kann, meine ich, bei der Bigoron-Quest keine Teleporte einsetzen, denn wenn man Teleporte einsetzt, dann werden die Sachen schlecht und man kann die ganze Quest nochmal von vorne machen. Deswegen geht das also nicht. Man kann da nicht irgendwie so ein bisschen rumtricksen oder rumfuschen oder wie man das auch immer nennen mag. Wir werden also jetzt dann zu den verlorenen Wäldern gehen, den Typen aufsuchen. Und, ja. Werden den Pilz erhalten, werden dann zu der Hexe gehen, die auch in Kakariko ist, in ihrem Zauberladen da. Erhalten von ihr dann auch was Schönes, was wir dann, ja, von ihr erhalten, genau, von ihr erhalten wir dann den Trank. Den wollen wir dann dem todkranken Bruder von der Ollen mit den Hühnern geben. Aber der ist dann nicht mehr aufzufinden und stattdessen ist dort jemand anderes. Das verrate ich jetzt aber noch nicht, wer das sein wird. Ja, was kann man zu der Bigoron-Quest noch sagen? Das ist ja schon eine ganz schöne Rennerei alles insgesamt. Ich denke so, wenn es gut läuft, werden wir 3 Parts dafür brauchen. Besser gesagt, ich hoffe, wir brauchen nur 3 Parts dafür. Weil ich eigentlich keine Lust habe, da noch länger dran zu hängen dann. Aber wollen wir mal sehen. Also, hier sind wir erstmal im Kokiri-Wald. Henne gibt's hier auch. Wo haben wir die verlorenen Wälder? Die haben wir direkt hier. Und einmal hier hoch. Ich meine, der Typ ist da, wo das einzelne Horror-Kit war. Als wir klein waren noch.
Und das müsste links gewesen sein. Und wir hören wieder ein Huhn. Und ja, da ist der Alte. So. Er ist ganz verstört. Henny, was? Ich dachte nur, ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bringe dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich... Ja, und tut mir leid, Leute, da sehen wir jetzt das tolle Antivir. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Tut mir leid jetzt wegen dem Antivir da, aber ich habe jetzt wirklich keine Lust, das Video nochmal neu zu machen, weil ich das schon das zweite Mal eh mache. Verzeiht mir bitte diese kleine, ja, was auch immer. Da sind wir jetzt falsch. Kann ich ja im Grunde auch nichts für, wenn der Scheiß kommt. Ja, wir sind jetzt hier schon falsch gegangen. Das ist alles schon scheiße jetzt wieder. Aber egal, wir versuchen es jetzt noch. Wir machen das jetzt noch. Wir bringen in 3 Minuten den Scheiß zur Hexe Asa. Und dann hat sich die Sache. Dass das Antivir aber auch immer ohne Vorwarnung kommen muss. So ein Drecksprogramm. Naja. Machen wir weiter. Lassen wir uns jetzt davon nicht stören. Wir haben also jetzt den Pilz erhalten. Und bringen den zu Hexe Asa. Der hat gar nichts davon gesagt, dass er krank war jetzt. Glaube ich. Oder ich habe es jetzt durch der Antivir da nicht mitbekommen. Ja, Epona, bleib stehen. Komm, reite. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir wollen das nach Möglichkeit in diesem Part auch noch schaffen. Was haben wir noch? 2 Minuten 13 haben wir hier Zeit. Ja, das machen wir in dem Part auf jeden Fall noch. Komm, Möhren, füllt euch auf. Auch wenn es da ein bisschen länger dauert als die 9 Minuten, die ich eigentlich pro Part machen wollte. Ist egal. So, komm. Absteigen. Und hoch nach Kakariko. Ne, Emulator, komm. Nicht schon wieder. Also da läuft, so wie ich das bis jetzt beurteilen kann, weil ich habe ja das Lufia 2 auch schon gespielt. Der Super Nintendo Emulator scheint stabiler zu laufen als der hier. Soweit ich das bis jetzt festgestellt habe. So, hier haben wir wieder den Bettler, den es bei Majora's Mask auch gibt. Den gibt's allerdings, den gibt's bei Hyrule, gibt's den auch, wenn wir klein sind. Der ist ja irgendwo am Rand. So, Hexe Asa, wir machen das jetzt mal. Nee! Ich wollte den Pilz nicht zeigen. Komm, Link, wir müssen uns echt sputen hier. Wir machen das jetzt mit dem kleinen Fanghaken-Trick hier. Komm. Ja, ist gut. So, wir sind hier oben. Und zwar ist die Hexe Asa hier in dem Laden drin. Da ist sie. Das ist der Zauberladen. Schnüffel. Welch ein seltsamer Duft. Du musst etwas gefunden haben. Ja, hier. Und jetzt zeig mal hier den Pilz. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Euer TT Gamer.